In Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden. Und was liegt da näher, als eine große Scheidungsmesse mal zu veranstalten? Ja, die wollten ein Riesen-Event draus machen, rund ums Scheiden lassen. Aber keiner ging hin. Doof. Nur wir waren da. Wie viele Besucher haben Sie schon gesehen? Bis jetzt noch keinen. Eine kleine Halle mit etwa 20 bunten Infoständen. Und ein Tanzsaal. Hier startet Deutschlands angeblich größte Scheidungsmesse mit anschließender Scheidungsparty. Fast mehr Journalisten als Aussteller sind da. Einziges Problem? Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste hier. Die Menschen. Immerhin, Johannes und Bettina aus Büdingen haben schon Spaß in der Fotobox. Die steht hier, damit Leute, die frisch geschieden sind, wieder ein besseres Selbstwertgefühl bekommen. Die beiden Hessen haben sich allerdings vor 4 Monaten erst kennengelernt und sind noch nicht einmal verheiratet. Das ist die einzige Gelegenheit für uns, mal ein Doppelfoto zu kriegen. Wer fotografiert uns denn sonst? Wir sind aus reiner Neugierde hier. Ich bin Hochzeitsredner und Scheidungsredner von Beruf. Und ich habe diese Idee, eine Scheidungsmesse, die finde ich total witzig und total abgefahren. Total abgefahrene Idee. Doch Scheidungswillige sucht man hier wie die Nadel im Heuhaufen. Warum eigentlich? Alleine vor dem Hintergrund, dass die Statistik sagt, dass angeblich jede dritte Ehe geschieden wird, dann müsste das doch eigentlich hier der boomende Markt sein und man dürfte hier keinen Quadratmeter freies Parkett mehr finden. Das dachte sich vermutlich auch der Veranstalter. Kassiert 20 Euro Eintritt und erfindet ein Messeangebot, was im weitesten Sinne mit Scheidung zu tun hat oder damit zu tun haben könnte. Sogar ein Friseur ist dabei. Direkt nach einer Scheidung wollen die Frauen erstmal eine neue Frisur haben und meistens die Haare auch abgeschnitten haben. An den Haaren herbeigezogen oder haargenau getroffen. Christopher Prüfer veranstaltet die Messe in Deutschland zum ersten Mal und glaubt, dass er super vorbereitet ist. Wir haben jemanden da für Finanzen, wir haben eine Zahnarztpraxis da, sogar einen Schönheitschirurgen. Wir haben jemanden da für Kartenlesen Richtung Astrologie. Ein Vaterschaftstestanbieter ist auch da. Und endlich ist auch einer da, der sich scheiden lassen will. Ich lebe seit 3,5 Jahren getrennt von meiner Frau und ich suche hier halt Informationen, wie man das am besten halt machen kann, um halt keine Fallen einzugehen. Auch die Scheidungsparty später will sich Ingo aus Köln auf keinen Fall entgehen lassen. Mit dem restlichen Angebot kann er eher nicht so viel anfangen und noch etwas ist anders als erwartet. Ich dachte, es wären halt mehr Gäste hier oder mehr Interessierte. Das hätte ich schon gedacht, aber naja. Naja, immerhin, Ingo bekommt eine anwaltliche Beratung, lohnt sich für 20 Euro Eintritt, meint zumindest der Buchhalter, doch kurz danach verliert er das Interesse. Ich habe eigentlich eine Karte für die Party heute ab 21 Uhr, aber da wenig los ist, werde ich jetzt zivil machen und nach Köln fahren, nach Hause wieder. Dann sucht sich Ingo für den Abend lieber eine Party zu Hause in Köln. Der Scheidungswillige verabschiedet sich vorzeitig. Ob hier noch was passiert? Heute? Hier? Johannes und Bettina haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wäre schon toll, wenn das heute Abend wirklich eine super Party werden würde. Der Traum wird nicht wahr. Nach 4 Stunden ist die Messe vorbei. Ein Ende ohne Scheidungsparty. Die Erklärung des Veranstalters? Es ist und bleibt ein Krisenthema. Die Menschen trauen sich nicht zu einer solchen Veranstaltung. Man weiß auch gar nicht, was passiert da überhaupt. Wer ist da? Beißen die Aussteller? Haben die Leute wirklich Angst oder ist es einfach nicht spannend hier? Johannes und Bettina haben einen Tipp, wo mehr los sein könnte. Ja, wir haben in Büdingen eine Froschparade. Die ganze Stadt ist voll Frösche. Die Kinder sind als Frösche verkleidet. Die Frösche hängen an den Wänden und an den Häusern. Vor einer Bäckerei hängt ein Frosch in einem Bäcker-Outfit. Vor einer italienischen Eisdiele ist ein Frosch im Ferrari-Outfit. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache werden. Wahnsinn. Hat zwar nichts mit Scheidung zu tun, aber bestimmt kommen da ein paar Besucher mehr als zur Scheidungsmesse. Da waren es gerade mal 40.